Diese Sendung präsentiert Ihnen die Volksbank Graz-Bruck. In Ihrer Region fest verankert. Die Volksbank Graz-Bruck unterstützt diese Sendereihe und ich glaube, dass das heutige Thema von großem Interesse ist und ich wünsche Ihnen viel Spannung, wenn Sie das anschauen. Ein herzliches Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich möchte mich auch besonders herzlich bei Herrn Dr. Rainer bedanken von der Volksbank, der uns auch einleitend zu dieser heutigen Sendung hingeführt hat. Krank sein verboten. Bald wird es soweit sein, dass man sagen kann, krank sein verboten, weil man es sich nicht leisten kann. Krank sein verboten, auch für den Patienten, weil man es sich nicht mehr leisten wird können. Wir haben eine hochkarätige Runde heute eingeladen ins Hotel Erzherzog Johann in der Sackstraße und ich darf gleich die Damen und Herren vorstellen. Ich eröffne mit Frau Ingrid Lechner-Sonneck. Sie ist die Gesundheitssprecherin und Clubobfrau und alles in einer Person bei den Grünen. Herr Professor Dr. Cilisnik, er ist der Vorstand der Chirurgie der Universitätsklinik in Graz, hat sehr viel zu sagen, weiß sehr viel und ist natürlich ein internationaler Kapazunder, wie man bei uns sagt. Dann darf ich herzlich begrüßen den Herrn Dr. Jörg Gazzaroli. Er ist in der Ärztekammer tätig, Vizepräsident, ja, und wird uns sicherlich einiges über die Allgemeinmedizin sagen können, über die Probleme, die es da gibt und die sind ja mannigfach, wie man hört. Ursula Lackner, dritte Landtagspräsidentin und die Gesundheitssprecherin der SPÖ. Und gegenüber sitzt jetzt dann Frau Barbara Rinner, sie ist die Gesundheitssprecherin der ÖVP. So hätten wir fast alle durch. Und dann darf ich noch den Herrn Dr. Gerhard Kubinger begrüßen als der Präsident der Apothekerkammer. Auch da gibt es einige prekäre Dinge, über die man reden kann. Gehen wir es gleich an, Frau Lechner-Sonneck. Allgemein wird diese österreichische Gesundheitspolitik und überhaupt das Gesundheitswesen als das Beispiel schlechthin hingestellt. Ist es also, das ist das Beste, was es überhaupt gibt? Ist es nun das Beste oder nur das Beste von dem Schlechten? Na, ich glaube, man kann schon sagen, dass es ein gutes System ist, grundsätzlich. Und man muss aber sofort immer fragen, in welcher Hinsicht, was heißt eigentlich gut? Das ist für jeden was anderes. Für mich ist es wichtig, dass die Bevölkerung gut versorgt ist, dass es keinen ganz großen Unterschied macht, ob jemand arm oder reich ist oder ob jemand in der Obersteiermark oder in Graz wohnt. Das sind so Kriterien, wo die Bevölkerung einfach einen Anspruch hat. In der Hinsicht haben wir sicher im Vergleich zu anderen Ländern ein sehr gutes System. Aber meine Einschätzung ist, dass wir auch im Laufe der Zeit einfach ein System aufgebaut haben oder eines entstanden ist, das sehr wenig in der Lage ist, auf neue Herausforderungen zu reagieren. Wenn man heute so ein Symbol für den gordischen Knoten sucht, dann kann man ruhig sagen, die Finanzströme, die Geldströme im Gesundheitswesen zum Beispiel oder auch die Zuständigkeiten, die sind so ineinander verflochten und so kompliziert, dass man das Gefühl hat, da wird sich nie mehr irgendwas rühren. Und das ist unser Problem. Frau Lechner-Sonneck. Und ich nehme immer an, gewählte Politiker haben ja auch die Aufgabe, Kraft und Macht zu ändern. Warum ändern sie nichts? Naja, also zuerst hätte ich mal gerne in die Regierung kommen und jetzt schon ein bisschen leichter gehen, aber Scherz beiseite. Aber wenn Sie sehen, zum Beispiel der jetzige Landesrat für Verkehr und Umwelt ist in der Regierung, wird aber niedergestimmt von allen anderen mit 8-1. Was hat es denn für einen Sinn? Na ja, gut, leicht ist es natürlich nicht. Warum soll es auch leicht sein? Man kann natürlich vieles machen. Aber es gibt auch, also wenn es ums Geld geht, um die Finanzierungen geht, dann ist es schon immer ganz so leicht. Also wir könnten im Landtag nicht entscheiden, dass zum Beispiel die Krankenkassen, die Spitäler und die Ambulanzen anders finanzieren, was eines der Grundprobleme ist, meiner Meinung nach, warum gewisse Dinge sich so etabliert haben, wie sie sind, das können wir im Landtag nicht beschließen. Das heißt, man kann nicht in jedem Gremium, ob Landtag oder Nationalrat, alles einfach umhauen und beschließen, sondern man braucht auch andere große Institutionen dazu, genauso wie man die Apotheker, Apothekerinnen braucht, wenn es darum geht, das Gesundheitssystem an die neuen Anforderungen zu adaptieren oder auch wieder etwas
elastischer zu machen, damit wir genauer das machen können, worum es eigentlich geht. Und mir geht es zum Beispiel in unserem Gesundheitssystem viel zu wenig darum, zu verhindern, dass Menschen krank werden, zu fördern, dass Menschen gesund bleiben. Das ist was, was irgendwie in diesem System kaum Platz findet. Das ist ein gutes Thema, Herr Professor Czelisnik. Es wird zu wenig getan, also zu wenig Präventivmaßnahmen, was immer man dazu sagen will. Es wird gewartet, bis jemand krank ist, bis er so krank ist, dass er dann schon operiert werden muss, kostet ein Schweinegeld. Wäre das nicht anders zu lösen? Ich glaube ja, dass wir heute in den Universitätskliniken und auch in den Landeskrankenhäusern Reparaturmedizin betreiben. Und letztendlich sind wir genau dafür da. Vorsorgemedizin ist nicht Aufgabe der Landeskrankenhäuser und nicht Aufgabe der Universitätskliniker. Zumindest nach der derzeitigen Definition. Ich glaube aber andererseits, dass wir sehr gute Arbeit leisten. Die Patienten werden immer älter und das ist mit ein Zeichen der Vorsorgemedizin. Allerdings schieben wir das Problem der Reparaturmedizin in Wahrheit nur vor uns her. Ob wir jetzt mit 70 oder mit 80 oder möglicherweise bereits mit 90 in die Reparaturmedizin einsteigen, wir werden immer wieder dorthin kommen. Und das darf man dabei nie vergessen. Das heißt, desto älter wir werden, desto mehr wird die Reparaturmedizin wieder in ihre Schranken treten und beginnen zu wirken. Wenn ich heute zurückschaue, wie ich begonnen habe als junger Chirurg in den 70er Jahren, dann war ein 70-jähriger Herzpatient ein alter Patient. Das sind heute unsere Durchschnittspatienten. Wir haben heute als alte Patienten 90- und 95-Jährige, die durchaus gute Chancen haben, eine Klappenoperation oder einen Koronarbypass zu überleben. Herr Gazzaroli, niedergelassener Arzt, Allgemeinmediziner. Sie können ja sicherlich einige Lieder singen, wie das so mit dieser ganzen Medizin ist. Beispiel. Es kommt ein Patient zu Ihnen, sagt, Herr Doktor, mir fehlt was. Sie schauen ihn an, sagen, ja, Moment, dann gehst du zum Radiologen, Überweisungsschein oder E-Card. Der geht hin, der Radiologe sagt, Dankeschön für die Überweisung. Und dann kommt die ganze Prozedur. Dann geht es also über alle möglichen, bis zum Röntgen hin. Alles wird dann Ultraschall zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Dann sagt der Radiologe, ja, und jetzt gehen Sie zum Internisten. Mit meinem Ding, ich gehe dorthin. Der Internist sagt, aha, Dankeschön. Ja, aber ich schaue mir das auch noch einmal an. Ich mache auch noch einmal dieselbe Prozedur. Und dann landet er noch im Krankenhaus und dort passiert das noch einmal. Das ist ja ein Wahnsinn. Das kostet so viel Geld und das wird uns wahrscheinlich nie aus diesem ganzen Dilemma herausbringen. Sie haben völlig richtig, dass das ein ganz zentrales Problem ist, wie man das nennen mag, Mehrfachabklärung und Absicherungsmedizin. Es ist einfach so, dass auf der einen Seite wir ja auch untersuchen müssen, um zu einem Ergebnis zu können, nach sogenannten Guidelines. Es gibt nun einmal Vorschriften, wer immer die auch gemacht hat, nach denen man eigentlich eine Untersuchung, eine Abklärung durchführen sollte. Und da ist es natürlich ein sehr großer Unterschied, das glaube ich schon feststellen zu können, zwischen denen, die schon länger im Beruf drinnen sind, die auch sehr viel mit ihrer Erfahrung abdecken, und anderen, die es jüngere Generation einfach anders gelernt haben, nämlich die apparative Medizin a priori einzusetzen. Das fängt im Krankenhaus schon an bei der Ausbildung, dass es heißt, zuerst wird einmal ein kompletter Laborblock gemacht, dann wird die und die Standarduntersuchung gemacht und dann gehen wir weiterschauen. Das projiziert sich dann natürlich nach außen. Zweiter Faktor ist, dass der Patient eine gewisse Erwartungshaltung hat. Sehr viele sind gar nicht damit zufrieden, dass man ihn, sage ich unter Anführungszeichen, nur untersucht und vielleicht sogar durch Abhören noch eine Lungenentzündung erkennen kann. Das kann es ja nicht sein. Da ist ja ein normales Röntgen schon fraglich, ob ich da nicht noch ein anderes bildgebendes Verfahren in der heutigen Zeit schon brauche. Ein dritter Faktor ist, dass wir uns zunehmend mit der Problematik beschäftigen müssen, ob wir es wollen oder nicht. Das sind, ich hoffe, wir kriegen die amerikanischen Verhältnisse 1:1, aber wir doch bis zu einem gewissen Grad auch eine Absicherungsmedizin machen müssen. Wenn es in irgendeiner Form zu einer Streitigkeit kommt, muss der behandelnde, der untersuchende Arzt einfach nachweisen vor dem Kadi, dass er alles lege artis, also quasi nach Vorschrift gemacht hat, und wehe, er kommt dann drauf, der Richter, dass eine Methode nicht angewendet wurde,
da reicht schon eine nicht ausreichende Aufklärung, das muss gar keine apparative Untersuchung sein, so kann es hier wirklich Probleme geben. Das heißt, wir haben ein sehr breites Feld, wir haben sehr viele gute Möglichkeiten, aber man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Faktor allein diese Verteuerung bringt. Es ist eine Verknüpfung einfach mehrerer Faktoren, die eben zu dieser Verteuerung führen. Jetzt liest man sehr häufig, Ärzte weigern sich demnächst in den Sanatorien zu operieren oder sich dort also ärztlich zu betätigen, weil die Sanatorien haben ihre Tarife und steigen da nicht herunter. Und da beim Zuschauer oder beim Patienten entsteht irgendwo der Eindruck, der sagt, ja, geht's denn nur ums Geld? Immer wieder liest man, die kriegen zu wenig und deshalb wollen sie nicht und deshalb besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr weiter tun. Was sagen Sie dazu, Herr Professor? Also, wenn es so wäre, dass sich die Ärzte nicht mehr ins Sanatorium begeben, würde ich jubeln, denn das ist etwas, was ich, seit ich denken kann, ich bin ja schon mehrfach dafür gestraft worden, bekämpfe mit allem, was mir zur Verfügung steht. Ich bin der Meinung, Ärzte, die im Spital tätig sind, sollten im Spital tätig sein und nicht im Sanatorium. Und sie sollten ins Sanatorium gehen, aber dann den Beruf als Spitalsarzt aufgeben. Beides zusammen geht immer nur auf Kosten des einen oder anderen. Die Rosinen herauszupicken im Sanatorium und sozusagen jene Dinge zu machen, die dort leicht gehen und wenn was schief geht, ruckzuck sind sie wieder bei uns auf unseren Intensivstationen, wo dann die Allgemeinheit dafür zu zahlen hat. Und dann kaum, dass sie wieder auf den Beinen sind, sind sie wieder im Sanatorium, ist ein Skandal. Ja, Frau Lackner, Politikerin, Gesundheitssprecherin, was sagen Sie zu all dem, was Sie bisher gehört haben? Ich kann dem völlig zustimmen. Also es sind keine Dinge, wo ich sage, das wäre jetzt völlig falsch. Es stimmt der Aspekt der Prävention. Krankenhäuser sind nicht dafür da. Ja. Das Landesbudget weist tatsächlich in einem überwiegenden Ausmaß die Zahlen für die Reparatur aus. Ja. Es gibt, glaube ich, einen Anteil von 2% für Präventionsmaßnahmen heute am Tag. Der Nichtraucher oder des Nichtrauchens, glaube ich, kann man auch erwähnen, dass es natürlich ein sehr engagiertes und ambitioniertes Projekt gibt, was die Tabakprävention betrifft. Ja. Aber das sind alles Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Wenn ich das alles zusammenrechne, Maßnahmen zur gesunden Bewegung, zur gesunden Ernährung, zur Kariesvorsorge etc., ja, das macht minimal aus im Vergleich zu dem, was ich in die Reparatur und in die Behandlung der Menschen hineinstecke. Herr Dr. Kobinger, Präsident der Apothekerkammer, wie hoch ist denn der Schuldanteil an dieser Misere durch die Pharmazie gegeben? Man hat immer das Gefühl, das sind die Mächtigen, die Übermächtigen und da läuft alles und man weiß, dass tonnenweise, nicht Kilo, 100 Kilo, tonnenweise Medikamente in jedem Jahr entsorgt werden müssen, zum Teil nicht einmal fachgerecht entsorgt werden, sondern irgendwo in den Kübel geworfen werden. Was sagt ein Apotheker dazu? Also ich habe ein bisschen ein Problem, wenn man die Apotheken und die Pharmaindustrie in einen Topf wirft. Das ist nicht ganz dasselbe. Das eine sind internationale Konzerne, die mit viel Aufwand neue Arzneimittel erforschen. Das kostet zur Größenordnung $1 Milliarde, dauert 12 Jahre, bis die auf den Markt kommen. Und die sind ihren Shareholdern verpflichtet und müssen eben an der Börse ordentlich Cash machen. Die Apotheken, das sind wohnortnahe Nahversorger, die vor Ort sind und dort eine Dienstleistung erbringen, die die Bevölkerung übrigens sehr schätzt. Wir haben jedes Jahr im Berufsvertrauensindex von Reader's Digest einen der ersten 3 Plätze, worauf wir sehr stolz sind. Das heißt, die Bevölkerung schätzt das, was wir tun. Dass wir zur Verteuerung des Systems beitragen, dann muss ich schon sagen, da gibt es andere vor uns. Ich denke da an die Spitäler, die da erkleckliche Steigerungsraten zusammenbringen. Im Jahr 2010 war die Steigerung bei den Arzneimitteln gerade einmal 0,9%. Also wir sind die Preistreiber nicht. Es hat verschiedene Ursachen. Das sind die Generika, das sind kostendämpfende Maßnahmen der Krankenkassen. Und die Apotheken bringen auch einen Solidarbeitrag sozusagen, um das System finanzierbar zu halten. Etwas möchte ich sagen zur Prävention, die da angesprochen wurde, wo, glaube ich, einiges brach liegt. Beginnend mit der gesunden Untersuchung, die so bei plus minus 10% der Bevölkerung herumdümpelt,
was eigentlich ein Trauerspiel ist, weil frühe Erkennung sichert rechtzeitige Behandlung und somit auch bessere Heilungschancen. Man muss die Leute irgendwie dazu bringen, dass die zu den Ärzten in die Vorsorge, in die Untersuchung gehen. Wir bieten da gerne an, dass wir da zusammenarbeiten. Da gibt es Fragebögen, da gibt es Blutdruckmessungen, die man in der Apotheke machen kann. Ich will jetzt nicht das rote Tuch Blutzucker- oder Cholesterinmessung in der Apotheke ansprechen, obwohl das vom Gesetz her möglich wäre. Oder andere Vorbeugung wäre für mich Impfen. Sie finden nirgendwo so eine Impfverdrossenheit wie in Österreich. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Fragen Sie einen Erwachsenen, wann seine letzte Tetanusimpfung war. Die Zeckenimpfung, ja, die kennen die mehreren. Aber das ist auch schon alles. Und wenn dann die Schweinegrippe losbricht, heißt das, wird das Geschäft der Macherei der Pharmaindustrie. Dann fragt man die Regierungsmitglieder durch, wie ich das in einer Zeitung gelesen habe. Da kommt ihnen deutliches Unwohlsein, vornehm formuliert. Weil der eine Minister sagt, er hat gerade eine Gesundheitsuntersuchung absolviert, er ist gesund, er braucht keine Impfung. Der andere sagt, er isst viel Obst und Gemüse. Der dritte sagt, er ist nicht Zielgruppe, weil er hat keinen Publikumskontakt. Also du fragst dich wirklich, auf welchem Basar du bist und was für Ahnung von Gesundheit die Leute haben. Also ich glaube, da müsste man, bevor man in die Prävention investiert, einmal in ein bisschen Information investieren, dass die Leute wissen, was Sache ist und was sie gesund erhält. Herr Gazzaroli, werden Medikamente zu leichtfertig verschrieben? Es gibt ja auch Ärzte, wo man anrufen kann und sagen kann, gehen Sie, werfen Sie mal bitte schön das Rezept in den Briefkasten, der kommt schon zum 10. Mal, ist inzwischen nie mehr untersucht worden, weil der Allgemeinmediziner gerade die Chance hat, der ist so überlastet mit seiner Arbeit, dass er einfach, das ist der Herr B., der Herr Müller, der Herr Mayer, gehen Sie, werfen Sie das in den Briefkasten. Also, dass es vereinzelt sein kann, dass bei Dauermedikationen, wenn jemand außerhalb der Ordinationszeit von der Arbeit heimfährt, sich das vielleicht auf diese Art und Weise besorgt, das mag da und dort durchaus der Fall sein, ist aber sicherlich nicht der Regelfall. Und ich möchte schon sagen, dass sehr bewusst mit Medikationen umgegangen wird, aus mehreren Gründen. Erstens mal hat man die Verantwortung dafür, es wird ja am Menschen gearbeitet, bitte. Zweitens einmal, ist es notwendig, die entsprechenden Überwachungen zu machen? Das ist gar keine Frage. Drittens einmal ist es nicht mehr so wie früher mal. Sie wissen, wir alle stehen sehr unter dem ökonomischen Druckzwang durch die Kassen, die doch die Verschreibegewohnheiten und Möglichkeiten sehr verändert haben. Doch einige Hindernisse eingebaut wurden, dass Medikamente anders, sage ich einmal, als früher verschrieben wurden. Was Sie vielleicht anschneiden, ist das Thema der Polypharmazie, dass sich ein Thema, dem wir uns jetzt auch sehr intensiv widmen werden, gerade für ältere Leute, weil wir sehen, dass hier sich wirklich mit der Zeit von den verschiedenen Fachrichtungen die Medikamente summieren, weil eben der Internist nach seinen Guidelines die Zuckerkrankheit oder die Herzkrankheit behandelt, dann ist der Neurologe mit seiner Demenz und so weiter summiert sich. Und wir alle wissen, dass es dann Faktoren gibt, die untereinander die Medikamente entweder unwirksam machen oder gefährlich potenzieren. Es ist nur ein sehr schwieriges Thema, weil hier ja auch andere Faktoren hineinspielen. Das ist auch Ernährung zum Beispiel oder zum Teil, was die Menschen sich, wie wir es nennen, OTC, over the counter, das heißt ohne Rezept besorgen in der Apotheke, wo wir gar nicht oft wissen, was eingenommen wird. Ich nenne nur Parade-Medikament ist es, was vielen nicht bewusst ist, Magnesium. Sie lachen, Sie wissen, wird eingesetzt von Durchfall bis zu Krämpfen, wie auch immer, zum Teil kritiklos und kann durchaus zu Problemen auch führen. Das ist jetzt aber ein einziges Beispiel und diese Koordination ist nicht einfach. Frau Lechner-Sonneck. Der Herr Dr. Kobinger hat vor einigen Jahren in diesem Bereich einen super Vorschlag gemacht, den wir auch in den Landtag gebracht haben. Das Stichwort war Arzneimittelsicherheitsgurt. Sozusagen, dass es eine Stelle gibt, an der geschaut wird, passt das überhaupt alles zusammen, was die Leute kriegen. Ich selber kenne etliche ältere Leute, die durch Nachfragen oder zum Teil sogar durch Internetstudium draufgekommen sind, dass da gewisse Dinge nicht zusammenpassen. Und ich weiß von Ihnen, Herr Doktor, dass das auch großen volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet, abgesehen davon, dass es eigentlich eine unglaubliche Schwäche des Systems ist, dass bei uns die Situation eintreten kann, dass Leute Medikamente verschrieben kriegen, die ihnen in dieser Kombination vielleicht sogar schaden. Das heißt, das ist sicher ein Punkt, wo man gut angreifen kann, wo man Folgeschäden und damit auch Folgekosten vermeiden kann.
Und wenn man genauer hinschaut, auch sicher einen Teil, nur einen kleinen, aber doch einen Teil dieser staatlichen Ausgaben für Medikamente reduzieren könnte. Das ist so ein Punkt, wo man wirklich Nägel mit Köpfen machen könnte. Von Bundesebene her wurde ja das eine oder andere angekündigt. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, wie weit wir da sind. Aber das ist sicher ein Handlungsfeld, das sehr wichtig ist. Herr Kobinger, Sie wurden sehr intensiv angesprochen. Jetzt all das, was Sie da also auch bewegen wollen, Sie kommen ins Stocken. Wer ist schuld? Die Politik? Ich weiß nicht, ob wir stocken. Wir haben damals dieses Projekt aufgesetzt, bezogen auf eine Apotheke, wo man sich als Stammkunde registrieren konnte und diese Wechselwirkungen checken konnte. Dann hat es ein Projekt gegeben, wo die Apotheken untereinander vernetzt waren. Das war in Salzburg. Da hat man erprobt, ob die Vernetzung passiert. Das ist auch soweit recht gut gegangen. Und jetzt ist man dazu übergegangen, das Ganze breiter aufzustellen, Ärzte einzubinden, Krankenhäuser einzubeziehen. Und da läuft unter dem Titel E-Medikation ein Pilotprojekt in einer Region in Oberösterreich, bei Wels, in Tirol, Reutte-Imst und im 21. und 22. Gemeindebezirk in Wien. Da sind jeweils Ärzte, Apotheker und Spitäler eingebunden. Das ist ein Pilotprojekt, das an und für sich gut läuft und das recht zukunftsträchtig ist, aber es ist, die Teilnehmerzahlen sind nicht so berauschend. Da gebe ich Ihnen recht, Sie wackeln so mit dem Kopf. Es sind jetzt 5.000 Teilnehmer derweil. Es gibt Probleme bei der Hardware, Software, die man auf gleich kriegen muss mit den Netzen. Es gibt, hat Bedenken gegeben wegen des Datenschutzes, dass man hier den gläsernen Patienten schafft. All das sind Dinge, die wir jetzt in diesem Pilotprojekt, das unter federführender Ägide des Hauptverbandes im Auftrag des Gesundheitsministeriums läuft, das herauszufinden, das zu reparieren, verbessern und dann eventuell auf ganz Österreich auszurollen. Aber das ist Zukunftsmusik. Es gibt eine Studie, die besagt, dass man mit diesem Projekt, wenn es gut und flächendeckend umgesetzt wird, 150 Millionen Euro einsparen könnte. Und das sind jetzt nicht Arzneimittel, die man sich einspart, sondern vermeidbare Krankenhausaufenthalte durch Fehlmedikationen, Einnahmefehler etc. Frau Riener, Gesundheitssprecherin der ÖVP. Ich weiß, im Moment ist die Situation so, dass Sie also auch Ihren Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktion nicht wehtun wollen. Es ist ja eine große Einheit. Es funktioniert ja alles wunderbar. Bis 2 Jahre vor der Wahl, dann wird sich das ändern. Aber jetzt ist es einmal so. Sind Sie mit dem System zufrieden? Also ich denke, ein System, das ja gut ist, wie Frau Kollegin Lechner-Sonneck schon gesagt hat, muss man mal sagen, das ist einmal Grundlage. Aber es ist immer verbesserungswürdig und das ist auch schon angeklungen. Wenn ich zum Beispiel jetzt die E-Medikamentation anschaue, genau um das geht es, um das Vernetzen, weil der Patient bewegt sich ja zwischen den Systemen, ob es der Arzt ist, ob es der Apotheker ist oder das Krankenhaus. Und wenn man genau zuhört, egal mit wem man spricht, ob man mit dem Patienten spricht, der sagt, warum kann ich mein Medikament, das ich vom Arzt verschrieben habe, von meinem Vertrauensarzt, nicht im Krankenhaus weiterbekommen, sondern wird umgestellt. Oder er kauft sich in der Apotheke selber zusätzliche Mittel, die dann auch wieder die Gesundheit und die Wiederherstellung beeinflussen. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, sehr viel Aufklärung zu machen, auch entängstigen, auch den Patienten, wenn sie mündige Patienten sind, aber zu sagen, sie haben auch Verantwortung, dass sich nicht alles selber sich organisieren, bis hin zum Internet, wo man dann überhaupt nicht mehr wissen, was eingenommen wird. Krank sein verboten, der Titel unserer heutigen Diskussion. Jetzt komme ich zu einem Lieblingsthema von Herrn Professor Cielisnik, das sind die Spitäler. Immer wieder gibt es einen Aufschrei, Spitäler sollen geschlossen werden. Bad Aussee, das war ja ein Riesenwirbel, erinnere mich noch allzu gut an den Herrn Ehrlitz. Als Gesundheitslandesrat, wie gesagt, eine Katastrophe. Wenn im Winter am Pöttschen Schnee fällt, dann müssen die Leute sterben, die eine Blinddarmentzündung haben, weil das Rettungsauto kommt nicht drüber. Damals war die SPÖ total dafür. Dann und die ÖVP dagegen. Dann, 2 Jahre später, war es umgekehrt, da hat dann der Herr Landesrat Hirt gesagt, wir wollen doch wieder nicht, also dieses Aussee haben. Und in der Abstimmung im Landtag ist es ja daneben gegangen, weil ja einer ihrer Mitstreiter der Grünen ja, mehr oder weniger aus
gewichen ist. Er hätte sowieso keine Mehrheit gehabt, auch wenn er sich anders verhalten hätte. Es ist leider. Also war das nur so. Show? Nein, das war eine Fehlinterpretation. Man braucht für eine Entscheidung im Landtag, für eine Entscheidung für einen Antrag, mehr als die Hälfte der Stimmen. Und der Landesrat Hirt hätte ohnehin höchstens die Hälfte der Stimmen gehabt. Er braucht die Hälfte der Stimmen und eine, und dann ist ein Antrag angenommen. Aber es ist wurscht, es ist eh schon Schnee von gestern. Aha, aber man erinnert sich noch an ihn. Das ist für ihn ja Publicity. Ja, Herr Professor Cielisnik, das ist ein Problem, das wir schon einmal besprochen haben, die Fallzahlen. Die Fallzahlen bei Operationen, wir haben damals das Thema Maria Zell angeschnitten, es gibt ja auch noch andere. Und von der Weltgesundheitsorganisation gibt es sogar, ich weiß nicht, ist das eine Weisung, ist das eine Empfehlung, dass so und so viele Operationen durchgeführt werden müssen, sagen wir zum Beispiel Blinddarm, um überhaupt noch sozusagen konform zu sein mit dem neuen System. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Steiermark mit Spitälern gesegnet ist. Wir haben eine hohe Dichte an Spitälern. Das liegt daran und das kommt aus der Zeit, wo die Medizin möglicherweise einfacher war und von jedem mehr oder weniger vorgehalten werden konnte, aber der Transport sehr schwierig war. Das hat sich geändert. Die Medizin ist sehr spezialisiert geworden. Wir haben immer mehr dazugelernt. Wir wissen, dass die Halbwertszeit der Medizin extrem kurz ist. Aber auf der anderen Seite haben wir perfekt ausgebaute Straßen, Autobahnen, Hubschrauber, Notarztsysteme. Das heißt, dieser Paradigmenwechsel, dass wir eigentlich ja eh vor der Haustür alles haben, man muss nur mitdenken und sich überlegen, was mache ich denn wo, der hat nicht stattgefunden. Und zwar hat er wohl stattgefunden in der Politik, egal welchen Couleurs. Es zeigt ja, dass einmal schwarz, einmal rot, grün, alle sind dafür und dagegen. Es ist letztendlich der Jammer, dass die Bürgermeister vor Ort von ihrer Bevölkerung gezwungen sind, mehr oder weniger, ihr Spital unter Anführungszeichen vorzuhalten, aus dem Gefühl einer vermeintlichen Sicherheit heraus, die aber nicht gegeben ist. Und deswegen glaube ich, man sollte, und das habe ich auch damals, als ich in diesem Sonderlandtag sprechen durfte, so von mir gegeben, man sollte sich überlegen, wir brauchen in der Steiermark ein abgestuftes Behandlungsprinzip. Spezialitäten überall vorzuhalten, wird es nicht geben. Das können wir uns weder leisten, noch ist es von der Fallzahl möglich. Aber wir brauchen nicht Spitäler schließen, sondern wir könnten sie umfunktionieren in nachversorgende Einheiten, in Geriatriezentren, REM-Zentren. Und dann gibt es ganz bestimmte Definitionen, was man wo machen kann und was man dort nicht machen kann und was weiter ins Zentrum geht. Und das ist relativ einfach umzusetzen, nur leider politisch offensichtlich nicht so einfach umzusetzen. Und um das geht es jetzt. Und die Versuche, die derzeit jetzt von der Koalitionsregierung gemacht werden, sind sehr ehrenhaft. Ich fürchte nur, sie werden wieder lange dauern, bis sie so weit kommen, dass wir was Vernünftiges umgesetzt haben. Aber wir sind einmal auf einem Weg. Es wird diskutiert, das zeigt auch diese Runde. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Ich glaube, dass in der Gesundheit, und damit höre ich schon wieder auf, genügend Geld vorhanden ist, wenn man es richtig einsetzt. Man sollte es nur so einsetzen, wie es heute nach modernen Kriterien notwendig ist. Aber die Politik macht halt da oft einen Strich durch die Rechnung, wie Sie richtig sagen. Der rote Bürgermeister von dort sagt, wenn der schwarze Bürgermeister vom Nebenort ein Spital hat, will ich auch eines haben. Da ist mit Einsicht, glaube ich, oder Vernunft nicht sehr zu rechnen, oder? Das glaube ich auch. Und ich habe momentan das Gefühl, dass man sich dazu durchgerungen hat, zu sagen, wir machen jetzt auch Dinge, die nicht so beliebt und populär sind und setzen es einfach einmal um. Und dann kommen wir schon drauf, dass es eh funktioniert. Ich glaube, die Angst muss rausgenommen werden. Entängstigen, haben Sie gesagt. Und das finde ich sehr gut. Das sollte man der Bevölkerung einmal klar machen. Es ist nicht die große Katastrophe, nach Graz zu fahren, wenn ich eine bestimmte Operation brauche. Oder es ist auch nicht die Schwierigkeit, von Bodensee nach Rottmann zu gehen für irgendwas anderes. Sondern es geht darum, dass das, was vorgehalten wird, auch dem Standard der Medizin nach heutigen Begriffen entspricht. Sofort kommt dann gleich zu Frau Lackner, aber jetzt muss ich schon an Sie eine Frage stellen. Das ist ja mutig, was Sie da alles getan haben. Beliebt wird man ja da nicht, oder? Kann ich nicht behaupten, dass ich damit beliebt worden bin, aber ich glaube, verstanden hat man mich schon. Bitte, Frau Lackner, Sie wollten was sagen. Ja, also anschließend an die Diskussion, die wir miteinander geführt haben vor 2 Jahren etwa, es ist ja nicht um das Spital in Aussee gegangen, sondern um die Chirurgie, ob es die dort geben soll oder nicht, und nicht um den Neubau.
Aber wir haben jetzt 2 Jahre etwa ins Land ziehen lassen. Ja. Da ist natürlich auch wieder was passiert, aber das, was jetzt das Thema ist, ja, und da schließe ich bei dem an, was Sie sagen, wo man jetzt sich gefunden hat und Mut beweist, um Dinge endlich anzugehen miteinander, das ist ja jetzt die große Chance, ja, um Dinge, die aus Alter, aus anderer Zeit stammen, wo eben viele Beharrungsmomente da sind, ja, von allen Seiten, ja, um miteinander diese zu überwinden und zu sagen, okay, wir probieren jetzt wirklich was Neues, was zeitgemäß ist, was der medizinischen, der technisch-medizinischen Entwicklung entspricht, wo auch der demografischen Entwicklung, also das heißt, so wie die Bevölkerung sich zusammensetzt, wo dem Rechnung getragen wird, wo man mitkalkuliert, dass es durch weniger Arbeitsplätze weniger Finanzierungsmöglichkeiten gibt, weniger Kinder, natürlich auch weniger Beiträge, auf Zeit gerechnet und wo man sich, wenn man auf die Studien von WIFO oder ÖPIC schaut, ja, diese Dinge ja, jetzt aufgegriffen hat in der Steiermark und gesagt hat, wir müssen zu einer Konzentration kommen, zu einer Schwerpunktbildung und der Paradigmenwechsel, der sich eben in diesen letzten Jahrzehnten schon gezeigt hat, dass man das auch abbilden kann. Und das sind Zentren, ja, wo Medizin stattfindet und abgestuft von diesen Zentren hinunter eine wohnortnahe und bevölkerungsadäquate Leistung angeboten wird. Und das ist der Weg, der jetzt begonnen worden ist. Ja. Stichwort RSG, Regionaler Strukturplan Gesundheit. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Es gibt eine Planungsvorgabe jetzt an den größten Krankenanstaltenträger der Steiermark, an die KAGES, um Umsetzungsschritte wirklich sozusagen konkret auch machen zu können. Herr Präsident der Apothekerkammer, stehen die Apotheken seit geraumer Zeit in einem argen Konkurrenzverhältnis? Früher hat es ja Schutzzonen gegeben. Da gab es nur da eine Apotheke und da nur dort. Jetzt gibt es ja Apotheken zuhauf, oder? Das ist vielleicht eine falsche Wahrnehmung. Ich bin jetzt im 10. Jahr meiner Präsidentschaft und da sind etwa 15% mehr Apotheken jetzt als damals, wie ich angefangen habe. Es gibt noch immer dieses Konzessionssystem, das eine flächendeckende, bedarfsgerechte Verteilung der Apotheken sichert. 2 Kriterien, 500 Meter Abstand zur nächsten und den bestehenden müssen 5.500 Einwohner verbleiben, damit eine neue eröffnen kann. Man kann das jetzt interpretieren als Schutzzone für die Apotheken. Ich sage aber, es ist eine Schutzzone für die Bevölkerung. Weil wenn Sie nach Deutschland schauen, da haben Sie seit 1957 Niederlassungsfreiheit. Wenn Sie in eine Kleinstadt gehen, haben Sie am Hauptplatz 8 Apotheken und am flachen Land nichts. Und da fahren Sie ewig, bis Sie eine dienstbereite Apotheke finden. Und es ist halt einmal so, dass Sie, wenn Sie eine neue Apotheke eröffnen, nehmen Sie Größenordnung 700.000 Euro in die Hand. Und das muss eine gewisse Größe haben, um sich zu rechnen. Deswegen gibt es nicht Apotheken bei jedem Misthaufen und Obstbaum. Aber dort, wo ein Bedarf für eine Apotheke besteht, dort kann eine eröffnen. Es werden ja viele Medikamente, ich weiß schon, dass es nicht Medikamente sind, die Gefahren in sich bergen und wo also die Nebenwirkungen sehr populär werden können und problematisch werden können. Aber es gibt ja heute schon fast in jedem Supermarkt Medikamente. Das sind zumeist Nahrungsergänzungsmittel oder diätetische Lebensmittel, wie die heißen, die beispielsweise, Sie können sich ein Magnesiumpräparat kaufen im Supermarkt, im Drogeriemarkt. Da müssen Sie aber ungefähr die 10-fache Menge nehmen, damit Sie denselben Wirkstoffgehalt haben wie bei einem Arzneimittel mit demselben Inhaltsstoff. Und das Gleiche gilt für Vitaminpräparate, für Nahrungsergänzungen mit Naturstoffen. Nehmen Sie her Ginkgo für bessere Gedächtnisleistung oder Lecithin für als Gehirnnahrung etc. Also es gibt einen breiten Markt für Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzungen etc. Aber ein Arzneimittel ist eben ein Produkt mit besonders hohen Sicherheitsstandards, wo eine Wirkung und das Fehlen von Nebenwirkungen nachgewiesen sein muss. Und nur dort haben Sie eben die Garantie, dass das alles untersucht ist und auch belegt ist und auch von den staatlichen Stellen sanktioniert wurde. Ich habe jetzt vor kurzem eine Beobachtung gemacht in einem Supermarkt. Und da ging also eine ältere Dame mit Freundin oder Schwester oder wer immer durch den Supermarkt und sagt, du pass auf, dieses Lecithin, das kaufen wir uns jetzt, das nehmen wir mit, aber ordentlich, weil das schützt uns vor Alzheimer. Ist das nicht eine große Gefahr?
Dafür gibt es keine Evidenz. Lecithin ist eine Gehirnnahrung, kann die Gedächtnisleistung verbessern und die Regenerationsfähigkeit und die geistige Leistungsfähigkeit, Merkfähigkeit verbessern. Aber gegen Alzheimer wirkt es definitiv nicht. Bitte, Herr Dr. Gazzaroli, bitteschön. Sie wollten was sagen? Nein, ich wollte sagen, das ist ein typisches Beispiel, wie die Werbung wirkt. Schlagen Sie auf eine Zeitung oder welches Medium auch immer. Es gibt ja bitte keine Zeitung heutzutage, keine Ausgabe, wo nicht irgendein Pülferchen, sage ich mal, neues Wundermittel, am besten gegen die populären Sachen wie im Alzheimer oder Potenz, das ist ein bisschen schon abgeklungen in der Zwischenzeit, aktuell ist, und das ist ein Bombengeschäft. Und wie gerade richtig gesagt wurde, das sind bitte keine Arzneimittel. Die Arzneimittel unterliegen einer ganz bestimmten Entwicklung, Kontrolle und. Das ist das, was in der Apotheke verkauft wird. Und alles andere, was, ob jetzt im Drogeriemarkt oder beim Kreisler oder wo auch immer oder Versand verkauft wird, ist kein Arzneimittel. Das ist ein Ergänzungsmittel, wo halt ein bisschen was drinnen ist. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, welche Dosis notwendig ist für eine Wirksamkeit. Und es wird genommen. Und es wird zu teurem Geld gekauft. Eine Täuschung an der Bevölkerung, müsste so etwas nicht eigentlich untersagt werden? Weil vom Unmündigen, er ist ja medizinisch unmündig, der normale Bürger, kann ich ja nicht erwarten, dass er das genau selber selektiert. Ich bin kein Jurist und das sagen wird man es wahrscheinlich nicht können, weil ich glaube, da müsste man auf dem Markt sehr vieles verbieten, wo der Konsument getäuscht wird. Da geht es nicht nur jetzt bei Medikamenten, sondern in viele Bereiche hinein, wo Dinge vorgegaukelt werden, legal, sage ich mal. Aber ich gehe davon aus, dass die entsprechenden, die die Werbung machen, sich auch beraten lassen, dass sie sich nicht eigene Fußangeln dabei legen. Sind Sie mit dem System zufrieden, Herr Dr. Gazzaroli, wie es derzeit herrscht? Wir haben viele Systeme. Welches System? Gesundheitssystem in Toto. Ja. Ich glaube, wir sollten wirklich nicht den Fehler machen, die alte österreichische Mentalität uns schlechter zu machen, als wir sind. Wir sind gut, wir waren sogar einmal sehr gut, sind jetzt nicht mehr so aus rein technischen Gründen, was das europäisches Niveau anbelangt. Das Problem ist eher aus meiner Sicht einerseits, dass zu viel glauben, den Stein des Weisen erfinden zu müssen. Und jeder, ob das jetzt die Sozialversicherungen sind, ob das die Politik ist oder wer auch immer, oder Gesundheitsökonomen ganz besonders, alle haben das Patentrezept, so kann es perfekt funktionieren. Ideal wäre es, wenn alle diese zusammenarbeiten würden und zielgerichtete Projekte verfolgen würden, und man nicht dort und dort ein Patchwork hat, wo dann im Endeffekt nichts weitergeht. Es fehlt die Durchsetzungskraft, wirklich Reformen durchzusetzen. Es fehlt auch daran, dass man manche Dinge vielleicht verschlafen hat, zum Beispiel die demografische Entwicklung, die ja bitte schon lange bekannt ist, dass sie auf uns zukommt. Jetzt haben wir das Thema. Wir haben das Thema der modernen Medizin, der segensreichen Früherkennungen durch moderne Diagnostik, durch moderne Verfahren, gute Arzneimittel, die auch Krebserkrankungen in einem Stadium behandeln können, was früher mal letal war, wo der Patient nicht überlebt hat und. So kann man die Reihe fortsetzen und dadurch werden die Menschen natürlich älter. Und diese Entwicklung erkennt man jetzt, aber meiner Meinung nach ist das sehr spät. Und jetzt heißt es halt wirklich, eine gute Lösung noch auf die Beine zu stellen. Hinken wir da nicht etwas der Zeit voraus? Wenn es so wäre, würde ich das gar nicht einmal als negativ sehen. Das Hinken vielleicht nicht, aber besser hinken als gar nicht, würde ich einmal sagen. Und ein wesentliches Thema wurde auch schon angesprochen, das wird einfach die Finanzierung sein, die auf diese Art und Weise nicht zielführend sein wird. Und wir gehen ja auf die nächste 15a-Vereinbarung zu und wir werden ja sehen, was da jetzt dann wirklich umgesetzt wird, wie es da weitergeht. Sie wollten und Sie wollten, bitte. Also wenn es um die Finanzierung geht, möchte ich nur einmal darauf hinweisen, dass wir im Vergleich bei den EU-Staaten bei den Ausgaben an dritter Stelle sind pro 1000 Einwohner mit 3.400 Euro. Aber bei den krankheitsbedingten
Zeiten, das heißt die Jahre, die wir krankheitsbedingt bzw. behindertenbedingt verbringen in Österreich durchschnittlich, sind wir an zweiter Stelle im negativen Sinne. Das heißt, es wird viel Geld in die Hand genommen, aber anscheinend wird es nicht richtig eingesetzt in dieser Form, dass man eben in die Prävention steckt, dass man die Systeme zusammenführt. Ich habe manchmal das Gefühl im Gesundheitssystem, es ist ein bisschen so wie ein Fleckerlteppich. Jeder hat historisch gewachsen gewisse Systeme aufgebaut, aber sie passen nicht wie die Zahnräder ineinander, um das wirklich gut geschmiert für den Patienten dann zur Verfügung zu stellen. Ohne Sand im Getriebe, sage ich ja jetzt einmal. Ja, da kann ich gut anknüpfen. Also mein Problem mit dem Gesundheitsbereich ist, abgesehen davon, dass vieles funktioniert, sage ich auch immer, dass eben auch vieles nicht funktioniert. Jeder kennt diese Beispiele entlang von Bundesländergrenzen, wo Krankenhäuser in großer Nähe stehen und dann gibt's dann wird so gehandelt, als wäre jedes Bundesland ein Planet und rundum wäre mal Millionen von Kilometern überhaupt nichts. Das ist irgendwie so kindisch. Ich empfinde es wirklich schon kindisch und es ist auch ein Luxus auf Kosten der Dinge, die man eigentlich mit dem Geld machen könnte. Das heißt, wo ich hin will, ich hätte gerne, dass auf Bundesebene eine Planung des Gesundheitswesens und des Gesundheitssystems einen höheren Stellenwert hätte und dass man auch in den Bundesländern analog zu den Bürgermeistern, was Sie vorher richtig beschrieben haben, sagt, ja, und ich als Landeshauptmann oder Landeshauptfrau akzeptiere auch einmal, ja, dass ich nicht das letzte Wort habe, sondern dass es einen größeren Blick über das Ganze gibt. Und das Zweite, ich habe das Gefühl, unser Gesundheitssystem ist so angebotsorientiert. Also jeder macht was, was er für richtig haltet, mögen alle das Richtige und wollen. Und gleichzeitig geht es mir manchmal ab, dass man sagt, und wie schaut denn das aus den Augen eines Menschen aus, der zum Beispiel in der Oststeiermark wohnt, in Feldbach? Was hat der für Versorgung? Hat der ganz eine andere als jemand in Murau? Warum? Müssen wir das akzeptieren, dass die anders ist? Also, dass man es aus den Augen der Bevölkerung auch viel mehr anschaut und den Systemen abfordert, so jetzt bewegt es euch einmal. Das gibt es doch nicht, dass die Versorgung in der anderen Region so viel schlechter ist als in der anderen. Das wäre ein sehr hilfreicher Zugang, finde ich, der auch unmittelbar was bringen würde. Also, ich finde das jetzt schon spannend, weil wir haben da auch durchaus eine kontroversielle Diskussion im Landtag gehabt bezüglich der Stolzalpe jetzt. Und mir liegen inzwischen Informationen vor, wo ich weiß, dass Patienten zu 60% die umliegenden Krankenhäuser genau in den anderen Bundesländern gebrauchen und nicht in die Stolzalpe gehen. Also die Diskussion, da bin ich jetzt sehr bei Ihnen, wenn Sie das jetzt so sagen, wir sollten über die Grenzen hinausschauen. Aber wenn wir es dann machen, bitte auch dann dem neuen System eine Chance geben und nicht wieder alles schlecht reden. Das ist mir ein Anliegen. Aber in dem Fall wurde nicht über die Grenzen geschaut. Es wurde nämlich nicht gefragt, ob in Friesach und Damsweg Kapazitäten frei sind. Es wurde in der Steiermark behauptet und gehört haben wir dann, dass keine Kapazitäten frei sind. Meiner Meinung nach ist es ein gutes Beispiel dafür, dass nicht bundesländerübergreifend gedacht wurde. Aber es ist wurscht, wenn wir jetzt das Ziel haben, wir denken bundesländerübergreifend, super, wenn die ÖVP geschlossen vielleicht sogar dahinter steht und die SPÖ auch zu gewinnen ist, dann könnte die Diskussion ein Ergebnis haben, dass man nämlich jetzt die Gesundheitsplanung und damit auch die Spitalsplanung auf der Bundesebene befeuern und unsere Landesinteressen vielleicht ein bisschen hinteranstellen. Es gibt ja noch ein Problem, das nicht angezogen wurde, das sind die Versicherungen. Sie können, wenn Sie in ein anderes Bundesland wollen und Sie haben eine Zusatzversicherung, die gilt nur für Ihr Bundesland. Sie können da gar nicht hinüber, weil dort zahlt das kein Mensch. Sogar nicht einmal bei Unfällen ist das immer der Fall. Also das ist ja bitte nun wirklich schon vorsintflutlich. Was sagen Sie dazu? Das muss man da als Politiker abschaffen können und mit den Leuten reden und sagen, bitte schon, ihr in der Bundesländer oder Unica heißt sie jetzt, oder Merkur, oder wie immer sie alle heißen mögen. Ihr müsst euch jetzt einmal irgendwie darauf einigen, dass wenn einer in der Nähe von Admont wohnt, dass er halt auch einen Sprung hinüber kann und dort das Krankenhaus besuchen. Und nicht, dass er ja, sie kriegen kein Geld, weil sie, das steht nicht in ihrer Polize. Weil Sie mich angesprochen haben, also ich würde mich jetzt in der restlichen Zeit der Diskussion auf das öffentliche Gesundheitswesen gern noch einmal konzentrieren, weil wir haben jetzt in den 50 Minuten wahnsinnig viele Themen angezogen. Es ist ein Stück überall diskutiert worden, aus Zeitgründen nicht länger. Ja. Aber man sieht einfach, was für ein weites Feld, ja.
das ist, was wir jetzt in 50 Minuten andiskutiert haben. Und wenn Sie sagen, wenn du sagst, ein österreichweites Krankenanstaltensystem, das ist geplant, ja, da haben die Diskussionen angefangen zu laufen. Da gibt es einen Vorschlag vom Bundesminister, der sozusagen eine Einheitlichkeit über alle Bundesländer drüber erstellt, ja, mit dem Gestaltungsspielraum, den die Bundesländer dann aber auch brauchen. Ja. Wir werden sehen, wie weit die Länder da alle mitmachen können, weil wir föderalistisch organisiert sind. Die Länder haben natürlich Macht, ja, aber meines Wissens gibt es da eher ein Dafür, also ein mehrheitliches Dafür als ein Dagegen. Wir haben natürlich auch über die Bundesländergrenzen hinweg Systeme entwickelt. Es gibt beispielsweise die Versorgungszone Süd, ja, wo die Steiermark mit Burgenland und mit Kärnten, ja, gut kooperiert in der im öffentlichen Landeshauptmann hat und Burgenland. Na, aber dann würde Kärnten schon mal wegfallen, aber da funktioniert es auch über die Landesgrenzen hinweg, weil man natürlich eine Landesgrenze nicht als Versorgungsgrenze sehen darf. Ja. Jetzt reden wir über die Steiermark, über Burgenland und Kärnten. In Wirklichkeit bewegen wir uns aber auch in einem EU-Raum. Ja. Und wir haben ja auch, ja, den Patienten, der aus ganz anderen Ländern kommt. Ja. Und da muss sich wieder die EU darum einmal kümmern, die Dinge ins Reine zu bekommen und zu schauen, wo sind Finanzierungen möglich, wo ist ein Austausch aller Zahler und aller Patienten und Patientinnen, die in diesem System sich bewegen, notwendig. Also das ist noch etwas, was über den Dingen steht, über die wir wahrscheinlich in dieser Runde kaum reden werden, außer Sie laden wieder ein und wir treffen uns wieder. Wir werden einmal eine Nachtschicht einlegen. Ja, gern. Ich weiß, das ist ein sehr komplexes Thema und der Titel Kranksein verboten sollte ja auch dahin zielen, dass man sagt, können wir überhaupt uns das alles noch leisten? Immer wieder wird gesagt, wir können es uns nicht leisten. Es ist so, bei der Bildung darf nicht gespart werden. Katastrophe. Bei der Gesundheit sollte nicht gespart werden, ansonsten Katastrophe. Irgendwo muss gespart werden und die 25% werden einfach über den Kamm geschert. Das heißt so, 25% weniger oder nicht? Nein. Bitte. Nein, also im gesamten Budget ist es so, dass es nicht linear 25% sind, sondern dass es in Teilbereichen minimale Prozentsätze sind, woanders wird wieder mehr eingespart, dass es insgesamt dann das Ziel erreicht wird. Aber im Gesundheitsbereich geht es eigentlich darum, gerade wenn man die Zahlen eben, die ich vorher genannt habe, sieht, wie viel wir eigentlich investieren ins Gesundheitssystem österreichweit, dass wir es richtig anwenden und anlenken, dass es wirklich die Wirksamkeit für den Patienten da ist. Und da gehört auch die Frage des Eingangs in die stationäre Behandlung, ist jeder Patient, der beim Krankenhaus anklopft, auch wirklich ein stationärer Patient? Diese Frage stellen wir uns sehr wohl und wird auch jetzt in dem neuen ausgerichteten Strukturplan Gesundheit eine Rolle spielen. Das heißt, dass man dort auch schaut, bei der Erstversorgung, ist es jetzt ein Patient, der dringend eine Aufnahme bedarf oder kann er sehr wohl zum Facharzt geschickt werden? Das müssen wir lösen für die Zukunft. Bitte. Ja, danke. Sie haben mir fast den Hölzen zugeworfen mit Ihrer Wortmeldung, weil wir haben jetzt relativ viel und lang über den Spital- und den stationären Bereich geredet. Aber es gibt auch im niedergelassenen Bereich einiges, bitte, was zu reformieren ist oder was neu zu organisieren und neu zu strukturieren ist. Weil es kann ja auch nicht sein, dass ich jetzt Betten reduziere oder umstrukturiere, die einzelnen Abteilungen und Spitäler. Die Patienten müssen ja schließlich wo versorgt werden. Wo kann das passieren? Wir treten sehr, sehr stark ein, dass das im niedergelassenen Bereich erfolgt, weil wir wissen, dass die Bevölkerung das gutiert, die wohnortnahe Versorgung ein großer Faktor da ist, dass wir das Potenzial, die Möglichkeiten prinzipiell dafür haben. Wo es aber krankt, ist, dass wir vom Zeitlichen her ein entsprechendes Angebot bieten können, dass die Spitalsambulanzen nicht in dieser Art und Weise gestürmt werden. Reden Sie mit Spitalsärzten, die in Ambulanzen arbeiten, sie alle stöhnen. Wenn um 10 Uhr am Abend jemand kommt, der seit 14 Tagen Kopfweh hat und alle diese Dinge und. Das ist wieder ein eigenes Thema. Auf jeden Fall ein sehr breites Thema und auch die Auslagerung von Leistungen, die im Spital gemacht werden und unserer Meinung nach
dort nicht gemacht werden müssen. Sie sind auch teurer. Auch dazu, Rechnungshofuntersuchung gibt es ja, dass die gleiche Leistung im extramuralen Bereich deutlich billiger gemacht werden kann als im Spitalsbereich. Wir bieten das an, wir predigen es. Das ist auch der Grund, warum wir dem derzeitigen Teil des RSG nicht zugestimmt haben, weil unserer Meinung nach ein wesentlicher Teil fehlt, nämlich wie geht es weiter hinten nach, sprich im niedergelassenen Bereich. Das soll ja jetzt ausgearbeitet werden. Leider wissen wir bisher noch keinen Status, wie weit das Ganze ist. Wir haben das mehrfach schon urgiert, bis heute leider keine Antwort. Da die Möglichkeit da ist, und ich glaube, das ist ganz wichtig vom Hausarzt, der eine zentrale Drehscheibe sein soll, der der Verwalter der Gesundheitsdaten ist, auch vom gesundheitsökonomischen Winkel her sehr günstig wäre, zum Facharzt überweist und dann erst in die Spitalsambulanz. Wir haben erlebt in den letzten Jahren ein förmliches Wettrennen und Aufrüsten an Ambulanzen, wo man in den Spitälern, wo man sich wirklich fragt, wozu brauche ich X-Diabetes-Ambulanzen? Um nur ein Beispiel zu sagen, ich will jetzt niemanden angreifen, aber das fällt mir halt spontan ein. Ein Spital soll eine Spezialambulanz betreiben. Dafür ist sie da und dort sollte es auch wieder hingehen. Herr Czelesnik. Grundsätzlich haben Sie vollkommen recht. Tatsache ist allerdings, wenn heute jemand außerhalb der Dienstzeiten der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen Hilfe sucht, die findet er nicht. Der findet sie am nächsten Montag, wenn er Glück hat oder wenn er auf Urlaub ist, bei der Vertretung des Kollegen. Und wenn jetzt jemand noch dazu berufstätig ist, dann kommt er natürlich in die Erstaufnahme, wird dort relativ zügig durchuntersucht. Natürlich jammern die Spitalsärzte, weil alles kommt ab einer bestimmten Zeit, Freitagnachmittags, dann schon beginnt und es geht bis zum nächsten Montag in der Früh. Aber nur, warum kommen denn die Patienten so gern in die Spitalsambulanzen? Das ist Angebot und Nachfrage, weil sie nämlich gut behandelt werden, schnell durchuntersucht sind. Sie müssen nicht von Pontius zu Pilatus rennen, wie Sie früher gesagt haben, noch ein Röntgen, dort ein Ultraschall, da eine Endoskopie und so weiter. Das geht gleich alles in einen. One-Stop-Shop heißt das Ganze. Und das ist die Ambulanz. Und dann geht er raus und ist entweder aufgenommen, weil er was Ernstes gehabt hat, oder geht hinaus und hat eine Therapie mit der weiteren Behandlung beim niedergelassenen Arzt. Also, wenn die Niedergelassenen wollen, dass man sozusagen ihnen das Recht gibt, dass ich ihnen zugestehe und sage, sie sind die Drehscheibe, dann müssen sie, aber bitte fühlen wir es aber auch, entgegenkommen den Patienten und sagen, wir machen von mir als Ärztezentren ein dementsprechendes Angebot, dass ich rund um die Uhr, auch am Wochenende und auch dann, wenn es nicht lustig ist, da bin für die Patienten und den Filter darstelle für die Spitäler und deren Ambulanzen. Bitte, Frau Lachner, Sie wollten was sagen. Dann der Herr Grazer-Rolle. Ja, also das ist jetzt eine sehr runde Diskussion über dieses wirklich erstrebenswerte Zusammenspiel, ja, des Spitalsbereiches mit dem Bereich, der außerhalb der Spitäler ist, also bei Ihnen im niedergelassenen Bereich. Und wenn man das optimiert, dann sind wir wahrscheinlich Weltmeister und dann können wir mit anderen europäischen Ländern, die das auch geschafft haben in den letzten Jahren, so wie Dänemark zum Beispiel, durchaus vergleichbar mit Österreich, ja, dann können wir da mithalten, ja, weil die Qualität stimmt im Einzelnen immer, ja, aber das Zusammenspiel dieser Bereiche. Und wenn Sie sagen, es gibt viel zu viele Angebote in den Ambulanzen oder die sind aus dem Boden geschossen, Herr Grazer-Rolle, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ja. Aber Tatsache ist, dass wir uns ja in der Gesundheitsplattform über den Bereitschaftsdienst unter der Woche von Montag bis Freitag von 19 bis Uhr beginnend bis 6 in der Früh, glaube ich, oder 7 in der Früh, Gedanken machen müssen, weil im niedergelassenen Bereich dieses System nicht vorgesehen ist, aufgrund des Vertrages, den der Hauptverband mit den Kassen und die Kassen wieder mit den Ärzten machen. Ja. Das heißt, wer um 21 Uhr am Mittwoch krank wird, ja, der hat manchmal in der Steiermark keine Möglichkeit, einen Arzt zu bekommen. Ja. Das ist im Jahr 2011. Das ist jetzt kein Vorwurf an Sie oder ein Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben, aber es ist ein Beispiel dafür, dass wir mit Strukturen zu kämpfen haben, ja, im Jahr 2011, ja, die aus dem Mitte des vorigen Jahrhunderts sind. Ja, und dass wir da auf höherer Ebene uns einfach, ja, zu bemühen haben, ja, dass jeder ein Stückchen was
von dem hergibt, was er verteidigen muss, ja, um zu einer guten Lösung zu kommen. Ja. Weil so wie Sie sagen, Freitagnachmittag gibt es im niedergelassenen Bereich keinen Facharzt mehr, kaum jemanden. Ja. Am Wochenende schon gar nicht. Dann ist es klar, dass man in die Ambulanzen geht, weil die Spitäler haben 24 Stunden und 365 Tage im Jahr geöffnet. Ja. Und das ist ein Problem, ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns wirklich alle zusammentun müssen, um diese Probleme zu lösen. Herr Cazzaroli, dann machen wir die Schlussrunde. Ja, ich habe das angedeutet, aber nicht näher ausgeführt, als ich gesagt habe, wir sind ja bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Allerdings müssen die Umstände stimmen. Das heißt, es ist bitte nicht möglich, dass der einzelne Arzt jetzt von Montag in der Früh bis, ich weiß nicht was, eine Ordination betreibt, schon gar nicht quer durch alle Fächer. Das ist ja das, was wir wirklich gebetsmühlenartig predigen. Wir brauchen Kooperationsformen. Das wollen wir machen. Wir haben diese Ärzte-GmbH-Geschichte bekommen zur Gründung. Möglichkeit von Gruppenpraxen, da ist das leider eine nicht ideale Lösung geworden. Trotzdem aber sagen wir, wir übernehmen diese Aufgaben. Auch bitte die Abdeckung der berühmten Randzeiten. Da gäbe es auch vieles dazu zu sagen, weil lassen wir das wieder eine eigene Diskussion. Aber genau diese Thematik aufzugreifen, das haben wir überall deponiert, das haben wir auch der Frau Landesrätin schon mehrfach gesagt, sie weiß das und Sie wissen das auch, dass das absolute Priorität hat. Nur, man muss uns dazu lassen und es müssen auch Ressourcen dafür freigesetzt werden, sprich die Krankenkassen müssen natürlich dann entsprechende Mittel auch frei machen, um hier die Leistungen bezahlen zu können. Und wenn wir in der Plattform gehört haben, die einzige Meldung zu dem Thema der Gebietskrankenkasse der Steirischen war, aber eins sagen wir gleich, mehr Geld gibt's von uns nicht, dann zeigt das schon, wo hier der Hemmschuh liegt, weil heraus bitte in dem derzeitigen Finanzierungssystem sind es nun einmal die Krankenkassen, die diese Leistungen zahlen müssen. Ja, machen wir die Schlussrunde. Ich gehe noch einmal auf den Titel. Krank sein verboten. Ist es verboten, Herr Dr. Grubinger? Ich finde, es ist nicht notwendig, wenn man mehr in Prävention investiert und Aufklärung betreibt und Menschen länger in Gesundheit erhält, dann ist es nicht verboten. Es gibt die Studie, die besagt, dass wir eines der besten Gesundheitssysteme haben. Es gibt eine andere Studie, die sagt, ja, aber wir wären 3 Jahre vor dem EU-Schnitt krank, pflegebedürftig, behandlungsbedürftig. Das ist eindeutig eine Frage der Prävention. Wenn wir früher ansetzen, eine Lifestyle-Änderung bewirkt wahrscheinlich mehr als jedes Medikament, sage ich jetzt gegen mein Geschäft. Wenn die Leute abnehmen, weniger rauchen, trinken, futtern, ja, gesünder leben, dann werden wir alle steinalt und sterben gesund. Die Predigen rauchen am meisten. Bitte. Sie wollten ein Schlusswort noch. Schlusswort, krank sein ist natürlich nicht verboten, ja? Weil es niemand ausschließen kann, ja? weil der Mensch ein Organismus ist von höchster Güte im besten Fall und weil natürlich alle möglichen Parameter auf den Menschen einwirken, sowie auf andere Lebenswesen, Lebewesen und so auch auf den Menschen. Das, was er selber dazu tun kann, da muss man wieder anfangen zu lernen, ja? Also auf sich selber zu schauen, ja? Und gewisse Dinge halt auch in ein richtiges Maß zu bekommen. Ja? Aber es ist auch so, dass es eben nicht Gott gegeben ist, immer gesund zu sein. Und dafür ist es dafür hat schon der Staat die Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass nach dem Kranksein das Gesundsein auch wieder möglich wird. Herr Professor. Also verboten ist das Kranksein, glaube ich, nicht, aber es will keiner. Und ich glaube, die Lifestyle-Änderung ist sicherlich eine der Dinge, dass man dem Leben nicht nur mehr Jahre, sondern den Jahren auch mehr Leben gibt. Das heißt, der Lifestyle bringt uns Lust am Leben und damit bleiben wir gesund. Unabhängig davon werden wir irgendwann trotzdem krank, Sichtum und sterben. Und für diese Zeit, die hoffentlich dann möglichst kurz sein sollte, jeder will ja gesund sterben in Wahrheit, das schaffen wir aber nicht immer, manchmal schafft man es, aber nicht immer, diese Zeit, die kostet dann viel Geld. Bekanntlich kosten die letzten 6 Monate das meiste Geld. Und wenn wir das jetzt richtig einteilen, das Geld im Gesundheitssystem, dann sind wir nicht nur als eines der reichsten Länder auch eines an dritter Stelle, haben Sie gesagt, das, was wir ausgeben, sondern dann hätte man nämlich auch jenen Effekt, dass wir nicht an zweiter Stelle sind mit dem Kranksein, sondern dass man, weil die nachgeschalteten Geriatriezentren und REM-Zentren gibt, diesen Drehflügeltüreffekt der Kranken, die da entlassen werden und dann gleich wieder reinkommen, weil es dahinter nichts gibt, die fallen in ein schwarzes Loch.
wenn wir das schaffen, das wegzukriegen mit dem Lifestyle, dann ist es schön, in Österreich zu leben, was ich ja sowieso glaube. Frau Lackner hat gemeint, na, dann wären wir ja Weltmeister. Sind wir froh, wenn wir Europameister, ja vielleicht wenigstens Staatsmeister werden, ist schon was Gutes. Bitte Schlusswort. Ja, ich denke mir immer, wenn es darum geht, um die Kosten und die Mühen, die so das Gemeinwesen für den Sozial- und den Gesundheitsbereich an den Tag legt, das ist ja eigentlich der Grund, warum Menschen in Gruppen zusammenleben. Weil es Lebenssituationen gibt, mit denen eine einzelne Person nicht fertig wird. Das heißt, das ist unser kollektiver gemeinsamer Auftrag, sowohl ein Sozial- als auch ein Gesundheitssystem zu haben, das sicherstellt, dass Menschen in Krisensituationen die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ganz genau die Hilfe, die sie brauchen, nicht mehr und nicht weniger. Das ist eine stete Herausforderung. Ich plädiere sehr dafür, das auch immer aus den Augen der Bevölkerung anzuschauen und zu sagen, wie schaut die Versorgung aus? Als Politikerin muss ich aber noch sagen, ohne ein neues Häferl aufmachen zu können, wir haben auch noch andere Handlungsspielräume. Wir können über eine gute Umweltpolitik, Stichwort Feinstaub, sehr dazu beitragen, wie es mit der Gesundheit der Bevölkerung ausschaut. Und es gibt auch andere politische Bereiche wie Wohnungspolitik oder auch Arbeitsmarkt, Arbeitssituationen, die unheimlich stark ausstrahlen darauf, ob Menschen gesund sind oder krank bleiben. Das sind ganz große politische Handlungsfelder, die leider oft mit Gesundheitspolitik nicht in Beziehung gesetzt werden, aber wo es auch sehr, sehr wichtig ist, hinzuschauen. Bitte, wenn es geht, ganz kurz. Ganz kurz. Ich glaube, dass die Patienten mit wirklich vertrauensvoll sich in unser Gesundheitssystem begeben können. Aber ich möchte auch noch einen Bereich ansprechen, nämlich den psychischen Bereich, weil dort liegen unsere Zukunftssorgen. Allein wie viele Menschen in Arbeitsfähigkeit behalten werden können, wie viel vorzeitig in Pension gehen, was letztendlich wieder eine Belastung fürs gesamte System ist. Ich glaube, dass wir da noch einiges zu tun haben. Ein Wunsch von mir, zum Beispiel Psychotherapie auf Krankenstein, aber da sind die Krankenkassen gefordert. Herr Katzerholi, Schlusswort. Ja, ich würde sagen, Krankheit passiert zu einem großen Teil. Sie wird auch in Zukunft passieren. Ein wesentlicher Bereich ist schon mehrfach angesprochen worden, das ist die Lifestyle-Änderung und die Vorsorge. Darin sehe ich einen ganz großen Schwerpunkt für die Zukunft, wenn man ressourcensparend in Zukunft agieren will. Ich wünsche mir vor allem auch ein viel besseres und auch ein griffigeres Zusammenarbeiten der Stakeholder in diesem Bereich, um hier zu entsprechenden Ergebnissen zu kommen, vor allem auch in einer Vernetzung zwischen stationär, ambulant, wobei der ambulante Bereich für mich auch der niedergelassene Bereich in toto ist und hier der Patient wirklich optimal betreut wird, durch das System geschleust wird. Und was noch Thema Vorsorgeuntersuchung anbelastet, darf ich zum Schluss vielleicht ankündigen, dass wir genau aus diesem Grund, weil wir so schlecht da liegen in der Steiermark, heuer im Herbst eine Kampagne starten werden, wo wir hoffen, dass die Gesundenuntersuchung, die Vorsorgeuntersuchung wieder in den Prozentzahlen in der Steiermark ein bisschen hinaufgeht. Danke vielmals in die Runde, danke den Damen, danke den Herren. Ja, was kann ich zum Schluss noch sagen? Also wenn man jemanden zum Geburtstag gratuliert, dann sagt man alles Gute und gesund bleiben. Das wünschen wir auch Ihnen. Dankeschön.